Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal rein, Leute. XRP heute bei 78 Cent, auf jeden Fall soweit hochgegangen. Polkadot ist auch hochgegangen, habe ich gesehen. Und auch viele andere. Was haben wir hier noch so? Keine Ahnung. Pancake, 18 Dollar, nice. Polkadot, genau, den habe ich nämlich letztens mitbekommen hier. Habe ich leider noch nicht investiert, beziehungsweise hätte man wahrscheinlich ein bisschen früher machen sollen. Aber habe ich mich ein bisschen mit befasst in den letzten Tagen. Zumindest schauen wir einmal den ersten Tweet für heute an. Er kommt von Genie. Er schreibt: Wir sehen gerade, wie die SEC sich ihr eigenes Grab schaufelt. Die Partie wird von Ripple meisterlich gespielt quasi. Also es wird super damit umgegangen mit der Situation. Und man sollte niemals den Gegner unterbrechen in der Situation, wo er sich selbst zerstört. Es ist so, die SEC schaufelt sich gerade ihr eigenes Grab und du sagst so, ja, hier, willst du nicht eben eine Zigarette haben, mach mal kurz Pause. So, nein, das macht man nicht. Von daher, die SEC nimmt sich schon ganz gut selbst auseinander und dass Ripple dann nicht interveniert in irgendeiner Form, ist auf jeden Fall der richtige und logische Schritt. Weiter schreibt er, es gibt nur ein Outcome für diesen Case, also ein mögliches Ende. Behaltet eure Augen auf den Preis, ne? Keep your eye on the price. Und dann hier SEC, XRP, wird das Ganze zerstört. Weiter geht's von Ruhun Vora. Er sagt hier, das ist mein Meisterstück. Es nennt sich Ethereum, die Crypto Security, also das Krypto-Wertpapier. Wir schauen da mal rein. You just described some crypto as securities. Which ones do you think of as securities? It's pretty clear and the Supreme Court has actually spoken about this many times. If somebody is raising money, selling a token. Start the Ether presale in a couple of weeks. So the Ether presale will be an opportunity for anyone to purchase Ether. Where Ether is the internal currency inside of the Ethereum system, sort of like the XRP and Ripple. And the buyer is anticipating profits. What we're hoping is that sort of similar to what happened with Mastercoin. If that slice is something like 20%, and then the value of Ether goes up by 5, then we basically have the entire initial BTC that we got all over again. Based on the efforts of that group, there's about 100 people that are working on Ethereum right now. Myself leading the protocol design. And we also have branding teams, we have marketing teams. That fits into something that's a security. Partially in order to better flesh out the business plan, partially in order to better flesh out the terms. Also auf jeden Fall hier mit Gary Gensler, ne? Und Ethereum, beziehungsweise wie sie es hier schreiben, Ether. Ja, ganz normal. Dann geht es weiter von Fojic. Er hat ein paar Mr. Pool Drops hier am Start. Sorry, we are closed. Also Entschuldigung, wir haben geschlossen. Dann gibt es hier eine Art Maske oder einen Fels, der in einer Landschaft steht. Und dann haben wir einen dunklen Raum mit einer Tür, wo eine Person am Fenster steht. Zum Schluss noch hier diese Masken mit den LED-Streifen drauf, oder diesen LED-Röhren. Das war aber noch nicht alles. Hier haben wir einmal noch ein Siegel und einen Art Stempelabdruck quasi auf einem Dokument. Geht da um die United States. Und nochmal ein identisches Bild mit der Maske, die jetzt von einer Person getragen wird. Und hier haben wir auch den passenden Artikel zu dem Mr. Pool Drop, Beyond the Matrix. Aber das war es natürlich noch nicht. Wir haben hier nochmal die alten Mr. Pool Drops, das Militär, Stacheldrahtzäune, ein Hubschrauber, eine Polizeistaffel auf Pferden, also ja, so berittene Polizisten quasi. Reiten ist Tierquälerei, by the way. Auch wenn ich darüber vielleicht noch nie so gesprochen habe, so über Tiere auf dem Kanal, aber ja. Gebäude, große Gebäude. Und da haben wir hier nochmal das Video. Sieht nicht viel, das ist halt so eine Art Polizeieinsatz irgendwo auf der Straße. Dann der Mr. Pool Drop 33, ne, hier 33 mit dem Economist Cover, auch schon sehr oft besprochen in älteren Videos. Generell bin ich aktuell am Überlegen, wie ich viele von den Themen, die wir einmal aufbereitet haben, wie zum Beispiel dieses Economist Cover, was ich schon sehr oft besprochen habe, in solche Art kleinen Videos packen kann, dass wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, was es mit diesem Economist Cover auf sich hat und
theoretisch jetzt nicht alle Videos geguckt habe von den letzten Monaten. Und da überlege ich mir gerade so eine kleine Möglichkeit, wie man das als kleine Clips verpacken kann, dass ich dann auf einzelne kleineren Videos referenzieren könnte, wenn ich jetzt sage, hey, guckt euch doch mal dieses Video hier an, worum es hier geht. Weiter geht's von Red Collie. Er hat dann hier ein bisschen die Interpretation, ne? Lockdowns wird dazu führen, dass das Ganze sich ausbreitet und der Wert crasht quasi, ne? Geschäfte schließen. Dann wird hier eben was vielleicht approved, keine Ahnung, beispielsweise, also das ist ja so eine Geldseriennummer wahrscheinlich, ne? Vielleicht ist es auch auf dem Geldschein hier irgendwo. Könnte mir vorstellen, dass dann gewisse neue Gesetze verabschiedet werden, ne? Und dann generell ja irgendwelche anderen Regulationen vielleicht zum Tragen kommen. Federal Reserve ist naheliegend. Dann geht's weiter. Die letzte Chance, um einzusteigen, bevor es zu spät ist. Die Exchanges werden die Türen schließen. Also, ja, dann wird man entsprechend, also wenn man es jetzt auf XRP bezieht, ne, ich sag mal, diese Bilder, diese Drops haben ja meistens mehrere Schichten, mehrere Layers quasi. Und klar, man kann alles, was Mr. Pool droppt, auf XRP beispielsweise beziehen. Man könnte aber natürlich auch sagen, dass es generell für die Gesellschaft und für die Wirtschaft steht, das zu schließen. Natürlich sind solche Sachen wie Sorry, we are closed sehr, sehr naheliegend und sehr, sehr tief hängende Früchte zum Interpretieren, sage ich mal so. Als wenn der jetzt ein Bild von einem Fernseher postet. Ne? Das ist dann schon so ein bisschen tiefgreifender, ne? Jetzt mal so einfach gesprochen. Aber zumindest sagen wir hier, wenn die Regulationen einmal getroffen wurden und das einmal öffentlich ist, dann wird man auch nicht mehr richtig einsteigen können, ne, weil, ja, wie viele Leute werden XRP noch bei $700 kaufen? Weiß nicht, würde ich jetzt unbedingt, also nicht unbedingt machen, ne. Weiter geht's von Fojek. Er hat hier Mr. Pool Drop von vor fast einem Jahr jetzt, oder also ein bisschen mehr als einem Jahr her. Und das referenziert hier auf den IMF-Artikel, der jetzt letztens rauskam, mit den Glühbirnen, also sehr interessant. Dann geht's weiter von Valjester, hatten wir auch länger nicht mehr. Er schreibt hier, die Blackouts waren Tests, um auf einem lokalen, also eher geschlossenen Rahmen quasi zu sehen, wie es funktioniert, in Vorbereitung auf eine weltweite Krise oder weltweite Ausweitung dieses ganzen Dingens. Um zu sehen, wie es klappt, wenn man das dann weltweit ausbreiten würde. Ich bin mir sicher, viele hier haben in den letzten paar Monaten einige dieser Auswirkungen erlebt von Blackouts. Ich müsste jetzt mal drüber überlegen. Ich meine, klar, der kommt wahrscheinlich auch irgendwo aus Amerika, ne, und ich bin noch in Deutschland. Aber ich war jetzt ehrlich gesagt nicht so betroffen von irgendwelchen Flutkatastrophen oder irgendwelchen Stromnetzausfällen oder sowas. Nicht gesagt, dass das nicht noch kommen kann. Das stimmt wahrscheinlich. Aber ich sag mal, ich lebe ja auch in einer größeren Stadt. Und da lebe ich zumindest noch in einem besseren Viertel, sage ich mal so. Also das ist schon noch ein bisschen weit entfernt von mir, sagen wir es so. Soll aber nicht dem Abbruch tun, dass ich da nicht trotzdem drüber reden möchte und das nicht trotzdem darauf aufmerksam mache, ne? Weil wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass mal irgendwie sowas passiert. Und nur weil man in Anführungsstrichen das Glück hat, irgendwo zu leben, wo es jetzt gerade noch nicht betroffen ist, wenn man immer erst anfangen würde, sich mit Problemen zu beschäftigen, wenn die bei einem selbst sind, dann hätten, glaube ich, viele Leute keine Zähne mehr. Weiter geht's von dem Conspiracy-Bot. Er sagt hier, wir brauchen eine Revolution, zusammengefaltet aus Dollarscheinen quasi, ne? Also einzelne Buchstaben und Worte so aneinander gehangen. We need a revolution. Dann schreibt der XRP Phoenix, ich habe gerade verstanden, dass XRP The Phoenix 182 ist und der 18.02. ist der Pluto Day. Dann hier 18.02. Dann geht's weiter von TikTok. Er hat hier der letzte Stein des Lichts. Alles fällt hier zusammen quasi. Ne? Was haben wir hier? MoneyGram, Coinbase und den Bearable Guy in der Mitte. Weiter geht's von The One. Er schreibt hier, wenn du auserwählt bist oder Glück hattest, dass du deine Taschen bereits gefüllt hast, ne? In dem Fall jetzt wahrscheinlich mit XRP halt, dann solltest du dich zurücklehnen und lächeln, weil du weißt, dass die Regulationen sich nicht für immer hinziehen können. Manche Reisen werden enden, andere werden beginnen. Das ist der Lauf der Dinge. Das ist auf jeden Fall ein sehr
deepes Zitat. Nein, aber natürlich trotzdem ist es schon, hat er schon recht, ne? Wenn die Zeit mit dir spielt, dann kannst du dich zurücklehnen und quasi ja, relaxen einfach, ne? Ich habe das auch manchmal, ich mache ja auch teilweise, erstelle ich ja auch Notes, ne, zum Passive Income bekommen, und das ist immer so ein bisschen so ein Ding, wenn du jetzt einfach nur ein hypothetisches Beispiel, du machst dir eine Dash-Note und dann hast du halt nicht die Dash noch nicht alle zusammen, dann ist es so ein bisschen irgendwie, wenn das jetzt abgeht, dann spielt die Zeit halt gegen dich. Wohingegen, wenn du alles zusammen hast, dann ist es so ein bisschen so, ja, jetzt freue ich mich darauf, was halt kommt in der Zukunft. Und dieses Gefühl ist einfach unfassbar schön. Heute geht's vom Archilect. Er hat hier London gepostet, ne? Und dann schreibt er hier, der Ripple Barber, London is ready. Und der letzte Tweet für heute kommt vom XRP Lion A Omega. Der hat dann hier geschrieben, schaut euch dieses Bild an. Der XRP Lion interpretiert das als eine Art Falle, um die Leute zu testen, ne? Und hier die Frage, was ist das hinter dem Stuhl des Vorsitzenden? Ja, sieht natürlich wie ein gewisses Logo aus, ne? Auch in Schwarz. Ist wahrscheinlich hier, weil der Schatten dann quasi von hier rechts kommt, ne? Genau, das passt auch mit dem Schatten. Also von hier kommt quasi der Schatten und wirft dann, also hier kommt die Sonne, die strahlen und wirft dann einen Schatten, der so aussieht wie das XRP-Logo. Alles klar, wieder ein weiteres Indiz. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute dabei wart, und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr bei frischen neuen XRP-News wieder. Bis dahin, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.